Hallo liebe Leute, ich bin der Dissidius, aber Abonnenten dürfen mich auch Dizzy nennen. Und heute schauen wir uns Calico an. Vergiss nicht, das Video zu liken und den Hashtag Kowaufi in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr davon mehr sehen wollt. Und ich würde sagen, wir starten. Ein Charaktereditor. Okay, lasst mich kurz meinen Charakter editieren und dann sehen wir uns gleich wieder. es gibt den Naruto, Mann. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Der ist auch noch ganz cool. Oh mein Gott, aber der Naruto-Mann ist natürlich viel, viel besser. Das hier erinnert mich ein bisschen an die Titanen aus Attack on Titan. Die sind doch auch mal so ganz komisch gelaufen, oder? So ein bisschen zombie-mäßig unbeholfen. Aber wieder auf jeden Fall die Naruto-Mann. Okay, ich mach mal weiter. Okay, das sind wir. Und es gibt irgendwie noch keine Klamotten, aber ich glaube, das kriegen wir dann in-game. So sehen wir jetzt erstmal aus. Let's go. Und das ist die Welt von Calico. Calico. Ja, das ist unser Cat-Café. Es geht nämlich darum, ein Katzencafé wieder auf Vordermann zu bringen. Deswegen auch der Hashtag Kowaufi. Ach du meine Güte. Ah, hallo. Willkommen im Herzdorf. Ich bin Kiva, die Bürgermeisterin dieses kleinen Dorfes. Und die sprechen einfach wie Animal Crossing, Leute. Ich mag's. Wir freuen uns sehr, dich hier zu haben. Wir waren alle sehr traurig, dass deine Tante in den Ruhestand gegangen ist. Naja, wie auch immer. Schön, dass du jetzt hier bist. Geh doch schon mal rein und guck dir den Ort an. Gut, gucken wir in unser Café rein. Ich habe eben noch eine Katze gesehen. Da, das ist wahrscheinlich Calico. Und wir können Calico sogar aufnehmen. Oh ja, Calico. Calico bounce so ein bisschen. Bouncy, bouncy, bouncy. Ja, bouncy, bouncy, bouncy. Na, Calico, geht's dir gut? Warte mal. RB, um zu... Ich kann Calico drehen. Oi, bouncy, 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 bouncy. Sorry, Calico. Warte, hier, lass uns knuddeln. Oh ja, Calico, du bist die beste Calico, die ich jemals gesehen habe. Geil, ey. Okay, Tier lagern. Perfekt. So, jetzt sieht sie aus wie ich. Und selbst auf dem Kopf baut sie weit. Bouncy, bouncy, bouncy. Ja, Calico ist okay. Bouncy, bouncy, bouncy. Okay, Calico, lass uns unser Cat-Café angucken, dass er eigentlich deins ist. Ich meine, das ist nach dir benannt. Heißt, es ist deins. Lass uns nachschauen. So, das ist unser Café. Achso, es ist so ein Kuchencafé, hä? Also kein Kaffee-Kaffee, wo man nur Kaffee kriegt, sondern ein Kaffee-Kaffee, wo man auch Kuchen bekommt. Calico, folge mir. Okay, so, perfekt. Calico, ich möchte dich einmal streicheln, ja! Oh, sie schnurrt sogar, wie gut ist das denn? Ja, das magst du, ne? Ja, Calico, bist ein ganz feiner Calico. So, dann gucken wir uns auch mal das Rezeptebuch an. Oh, ich habe ein Spielzeug. Hier, willst du spielen, Calico? Willst du spielen, Calico? Ja, willst du spielen? Hier, nimm, Calico. Ja, ja, du bist eine sehr komische Katze, muss ich sagen. Ja, lass uns spielen. Spiel. Ja, oh, da hast du sie. Oh, da hast du sie. Oh, ja. Oh, ist das süß. Aber Calico ist ein bisschen eine merkwürdige Katze. Und die ist genauso wie meine Katze. Die baut es auch immer, wenn ich sie hochhebe. Mag das gar nicht, aber lässt es über sich ergehen. Meint es nicht so ganz bouncy wie Calico. So, Achso, lege ich sie ab. Okay, macht Sinn. Okay, aber ich habe jetzt leider gar keine Ahnung. Sprich mit Bürgermeisterin Kiva, steht rechts. Kiva, bist du Kiva? Du bist auch Kiva. Garantiert bist du Kiva. Ja. Hey, mein Freund, hast du dir den Ort schon angeschaut? Ich liebe das Layout und das sternförmige Dachfenster ist so hübsch. Es gibt allerdings eine Menge Arbeit zu tun. Es ist komplett leer. Weder Menschen noch Tiere noch Essen. Na, ich war eben drin und Calico war drin. Bin ich einfach kein Mensch und ist Calico etwa kein Tier? Naja, ich habe ein paar Möbel mitgebracht, um dir zu helfen. Wie willst du dein Café einrichten? Irre, gruselig oder niedlich? Also ich bin gerade auf der niedlichen Spur. Lass niedlich machen. Ja, also ich dachte mir schon, dass das so ein bisschen wie Animal Crossing ist. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wie Animal Crossing Charaktere sich unterhalten würden. Aber gut. Man kann auf jeden Fall sich einrichten. Wenn ich... Ach hier, niedlich. Okay, wir haben 2 Tische, 4 Stühle und 2 süße Sofas. Okay, let's go. Ich weiß nicht, ob man hier auch so Geld verdienen kann und sowas, aber wir stellen das erstmal ganz nah ans Fenster. Schön nah an die Theke, damit die auch immer sehen, was für leckeren Kuchen ich dabei habe. Und dann haben die bestimmt richtig Bock, noch mehr zu bestellen. So, das ist die Chill-Ecke hier neben den Katzen, wenn die da essen. Weil das lieben Katzen richtig, wenn du denen zuschaust, während sie essen. Calico, das habe ich doch gut eingerichtet hier, oder? Hier, Calico, friss! Wir können uns sogar hinsetzen und uns drehen, denn wir sind ein Beyblade! Okay, Calico, lass uns mal oben umschauen. Oben haben wir ein Bett. Okay, das sieht 1:1 aus wie bei Pokémon. Vielleicht können wir Calico in den Kampf schicken. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Ich fordere Calico gegen deine Katze heraus. Nimmst du die Herausforderung an? Okay. Okay, jetzt darf er endlich kochen. Calico folgt uns ja, glaube ich. Ja, kann sie auch ins Haus mit reinkommen.
Kaliko, komm mit ins Haus. Hier, ich halte die Tür auf. Komm mit. Oh, ja, er hat's geschafft. Sehr gut, Kaliko. Du bist eine sehr schlaue Katze. Dann lass uns mal Essen machen. Ein bisschen Gameplay uns angucken in diesem Spiel. Okay, wir können einen Katzenmakaron machen, Kaffee mit einem Katzenface drauf und einen süßen Cupcake, wo ich nicht richtig identifizieren kann, was da oben drauf ist. Soll das eine Art Hund sein? Soll das ein Herz sein? Ich finde den Makaron ganz, ganz süß. Lol, wir sind ein kleines Ich. Wir haben hier Zimt, wir haben Schokolade, Zucker, Mehl, Kaffee, ganz wichtig. Was ist das hier? Achso, Öl, genau. Und das hier, Vanille. Oh, echte Vanille sogar. Wir sind hier die richtigen Feinschmecker. Okay, also wir brauchen Mehl. Das ist ja witzig, dass man so ein kleiner Typ ist. Einmal da ra- Oh, das war ein bisschen zu weit. Nein, gib mir mein Mehl wieder. Wo ist mein Mehl hin? Okay, wir haben nichts verschüttet. Denn wir sind... Come on! Das ist schwieriger, als man denkt. Aber muss das ganze Teil hier rein? Schon, oder? Oh, jetzt habe ich es wieder rausgenommen. Mehl, du musst doch da rein. So koche ich auch immer zu Hause. Okay, Mehl, Zucker. Huah, ich bin richtig stark. Aber das ist schon wieder witzig. Und ein Ei! Achso, man packt alles einfach alles da rein und dann hat man sein Makro. Okay, wir sind wieder groß. So, jetzt haben wir ein Makaron hergestellt. Können den jetzt vielleicht nehmen? Nö. Okay, dann. Wir sind ein sehr, sehr guter Koch. Das ist auch schon wieder witzig. So. Ich bin so stolz auf dich. Du bist ein Naturtalent. Ich schätze, alles, was jetzt noch übrig ist, ist ein paar deiner Nachbarn zu treffen. Uah, Naruto! Wir gehen jetzt nach Katakakure. Ich weiß, wie hieß das? Konohagakure. Hallo! Du siehst interessant aus. Du wirst mein erster Freund. Die Maya. Oh, hallo du! Mein Name ist Maya, Vizepräsidentin des Eulenclubs zu deinen Diensten! Oh, es tut mir leid, ich bin im Moment der Vizepräsident von nichts. Es gab einen Erdrutsch, der den Weg in die Berge blockiert hat. Wenn wir nicht in die Berge gehen können, bedeutet das, dass wir nicht mehr zum Hauptquartier des Eulenclubs gehen können. Das ist sehr, sehr schade. Oh nein, soll ich euch helfen? Das wäre der Wahnsinn. Kannst du mal in die Stadt gehen, da gibt es ein magisches Eulenmädchen. Das kann zwar nicht fliegen, aber vielleicht kann dir das ja helfen. Okay, auf in die Stadt. Ich weiß nicht, wo die Stadt ist, aber let's go. Naruto Walk. Activated! Und ich habe hier eine Katze gesehen. Schwarze Katze, lauf nicht weg! So, wie heißt du, meine kleine schwarze Katze? Warte, das ist Char. Miau, miau, miau. So, how to train a cat. Man nehme sie auf, schüttelt sie ein paar Mal hin und her. Bup, 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 bup. 1, 2, 3. Und noch ein paar Mal zur Seite, damit sie ein bisschen dusselig wird. Packt sie dann auf den Kopf. Und, oh, Kaliko folgt mir ja immer noch. Ups. Oh, stimmt. Ich kann die auch mir einfach folgen lassen, ne? Warte mal. Char, geh mal weg. Und folge mir. Nee, warte. Geh sofort ins Café. Da gibt's Essen für dich. Ab ins Café mit dir. Ab ins Café mit dir? Ah. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Vertrauen aufgebaut. Dann müssen wir ihn erstmal noch auf den Kopf tragen. Du siehst interessant aus. Bist du ein Furry Friend? Miau, miau, miau. Und wir sind ja anscheinend gerade im April angekommen, weil die ganzen Kirschblüten am Blühening singt. Das hier ist der Pfad, der kaputt ist. Da unten ist ein Riesenrad und ein Spielplatz und überhaupt. Da will ich gerne hin. Kann ich einfach runterspringen? Nein. Schade. Ja, aber da hinten ist wahrscheinlich die Stadt. Finde Autumn und frage sie. Okay, Autumn. Da, roter Panda! Bist du ein roter Panda? Du bist doch 100% roter Panda. Roter Panda, komm zu mir. Roter Panda, komm zu mir. Ich heb dich auf und dann bist du mein. Geil. Wir haben einen roten Panda, Leute. Guckt euch diesen süßen, kleinen, roten Panda an. Wie gerne er auf meinem Arm ist. Wie gerne er auf meinem Arm ist. folge mir, roter Panda, folge mir. Wie ist denn dein Name? Patches. Patches ist ein sehr süßer Name. Gut, Patches, dann komm mit. Oh, nee, warte, ich muss Patches. Patches möchte ich auf dem Arm, auf dem Kopf tragen. Hören sich rote Pandas wirklich so an? Oh mein Gott. So, auf dem Kopf. Nice. Haben wir einen roten Panda auf dem Kopf. Und das hier sieht doch so ein bisschen aus, als wenn da jemand Reiches lebt und reiche Leute sind meistens Bürgermeister, aber anscheinend doch nicht. Bürgermeister will nichts von uns. Tja, wo finde ich denn jetzt Frau Autumn? Es ist schon so lange her, dass ich dich gesehen habe. Du bist ja von einem Spross zu einer Sonnenblume herangewachsen. Oh, du kennst mich gar nicht, hä? Oh Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte es einfach vergessen. Mein Name ist Poppy und mir gehört der Blumenladen. Aha, also hier ist der Blumenladen. Ja, aber wo? Ich suche jetzt einfach mal diese komische Autumne. Dann sehen wir uns gleich wieder. Schwarz-weiße Katze.
So, nehme ich auch mit. Wo ist der Rest der Truppe? Kaliko folgt uns. Hat die was im... Nee, oh, ich dachte, die trägt was in ihrem Maul. Die andere schwarze Katze folgt uns gar nicht. Blöd. 6,5 Stunden später. Okay, ich glaube, ich hab's gefunden. Die lebt einfach auf dem höchsten Berg der ganzen City. Wie so ein Endboss. Und es wird dunkel. Oh nein, ich habe an meinem ersten Tag einfach gar nichts geschafft. Ich habe am ersten Tag einfach die ganze Zeit nur Autumn gesucht. So, du bist aber Autumn, oder? Die sieht ja aus wie Kaliko. Sei gegrüßt, Reisender, und willkommen in meinem palastartigen Emporium total tragbarer, trinkbarer Tränke. Ich bin... Autumn? Ich dachte, du bist Autumn. Autumn, ich bin Autumn. Tut mir leid, dass ich im Moment keine Tränke zur Verfügung habe. Meine Katze Char ist verschwunden. Die hatte ich doch eben dabei. Das war die schwarze Katze. Jetzt habe ich die andere schwarze Katze mitgenommen. Nein. Toll, jetzt habe ich hier so einen blöden Chompy dabei. Blöder Chompy, geh weg, Chompy. Jetzt darf ich den ganzen Weg wieder runterlaufen. Kann ich mit der Krähe einfach runterspringen? Ich kann... Oh, sterbe ich? Sterbe ich? Okay. Ah! Das da war, oder? Der ist jetzt aber auch schwarz-weiß. Die andere war nur schwarz. Das ist schon wieder Chompy. Wie ist denn Chompy so schnell von da oben hier runtergekommen? Ist der mit runtergesprungen? Chompy, hast du Char gesehen? Da! Das war doch... Das ist doch hundertprozentig Char, oder? Okay, warte. Wir müssen uns ranpirschen. Dafür müssen wir ein bisschen versteckt sein. Okay. Er hat es bestimmt noch nicht gesehen. Ich habe gehört, Katzen können ganz schlecht gucken in der Dunkelheit. Bist du Char? Ja. Char, du bist mein! Ja, du bist mein! Hab ich dich. Du blöder Char. Wieso bist du nicht von Anfang an mit mir mitgekommen? Hier, da hast du deine Katze. Oh, ich kann es nicht glauben, dass du mein Char so schnell gefunden hast. Wie kann ich dir das jemals vergelten? Hilf mir beim Erdrutsch. Ich hab's. Komm doch morgen wieder. Dann sollte ich was bereit haben. Ist okay. Oh, und wo ist die Katze? Ah, da unten ist die Katze. Ich dachte schon, sie hat sie verschwinden lassen oder in den Trank gemischt oder sonst was. Und die hat sogar einen Laden mit, einer sehr süßen Hexe. Ein guten Nachttrank. Okay. Ein Regentagtrank. Okay, die hat also ganz viele komische Tränke, die das Wetter verändern. Und einen Vogel in einen Greifen verwandeln kann. Das klingt interessant. Das ist zumindest der Plan. Das ist nicht ganz perfekt. Funktioniert nur bei Vögeln. Okay, finde ich interessant. Kaliko, komm mit. Dann, ja, wenn wir morgen erst wiederkommen sollen, dann gehen wir, glaube ich, schlafen, nicht wahr? Ist das eine fucking Riesenkatze? Hallo? Excuse me, ich möchte sie nicht beim Schlafen stören, aber sie haben sehr weiches Fell. Guck dir diese Tatze an! Leute, guck dir diese Tatze an! Oh mein Gott! Hallo, kleine Katze! Okay, wir nehmen das mal zur Kenntnis? Kaliko! Kaliko hat auch gar keine Angst. Okay, das finde ich sehr cool. Okay, tschüss, große Katze! Ach ja, trautes Heim, Glück allein. So, Krähe, du bleibst hier. Der komische Panda bleibt auch hier. Ihr seid jetzt meine... So, meins. Ihr seid jetzt meins. Guck, die fühlen sich gleich wohl. Kaliko, doch, da, Kaliko. Ist noch ein bisschen langsamer. Kaliko, komm schnell rein. Schaffst du es durch die Tür? Ich hab... Ja, okay. Kaliko ist stärker, als ich dachte. Ach, der Panda fängt mir auch. Ich taufe diesen Panda Jay. Willst du mit mir zusammen... Ja, schlafen, Jay, wir schlafen zusammen. Let's go. Süß. Süß. Oh mein Gott, ist das süß. Aber das sieht nicht sehr bequem aus. Oh, guck doch mal, wie Jay süß ist. Er muss sich auch so denken, oh mein Gott, in was bin ich hier reingeraten? Oh mein Gott. Alles klar. Oh, Jay, wie war deine Nacht? War deine Nacht gut? Jay, sag doch mal. Jay ist ein bisschen steif vor Freude. So, okay, gut. Kaliko hat nur zugeguckt. Kaliko hat alles gesehen, was die Nacht passiert ist. So, wie heißt du denn eigentlich, Mr. Krähe? Inkwell, klar, Inkwell, weiß man doch. Und wieder zurück zu Autumn. Natürlich, natürlich. Ist ja auch fast kein langer Weg dahin. Mit meinem Naruto One bin ich in 5 Sekunden da. Na, wie geht's mit dem Trank voran? Ich bin so müde. Ich war die ganze Nacht auf und habe an diesem Trank herumgetüftelt. Aber nun präsentiere ich in voller Stolz den Vergrößerungstrank. Dieser Trank macht Kätzchen groß und stark. Groß und stark genug, um direkt durch diesen Felsen zu rasen. So, funktioniert das auch mit einem roten Panda? Ich meine, ein roter Panda ist ja fast eine Katze, I guess. Ah, okay, es funktioniert auch mit einem roten Panda. Aber so richtig riesig bist du jetzt nicht. Ich kann aufsteigen, no way! No way! Hä, wie cool ist das denn? Oh, und da ist Kaliko. Kaliko, du bist zu spät. Sonst hätte ich es auf dir verwendet, aber mit Jay? Ist das auch ganz toll. Wir können auf Jay reiten!
Oh, wie cool. Okay, dann. Die hat gesagt, du bist jetzt stark genug. Renn gegen diesen Felsen gegen. Okay, das hat schon mal nicht so gut funktioniert. Ich kann nicht. Oh, wir haben $100 dafür bekommen. Ach so, ne, jemand hat unseren Cupcake da gekauft, unseren Makro-Teil. Ja, guck, ich bin ja anscheinend auch stark genug. Wieso mache ich das nicht einfach? kannst du das trotzdem einfach kaputt machen? Ich weiß nicht, wie. Sorry, Patches, dass ich so komisch mit dir umgehe. Oder bist du tot? Nee, ne? Du lebst noch. Ja, wie soll ich das jetzt kaputt machen? Excuse me. Aber das ist schon der Pfad zum Berg, oder nicht? Ah, fast. Pfad zum Berg. Vielleicht ist das gar nicht der Pfad zum Berg, den die meinen. Nee, da unten ist Freizeitpark und so ein Scheiß. Der Pfad zum Berg ist hier oben. Ist so. Ja, dann gehe ich halt da hin. Ah, ja, das sieht auch brüchiger aus. Okay, Jay, zerstöre diese Wand. Awesome. Wir sind ein Pathfinder, ja, ja. Was ist das? Bist du ein Reh? Bist du ein Eisviech? Was bist du? Hallo. Du siehst hübsch aus. Wollen wir Freunde sein? Nein, hört auf damit. Hallo? Jay, du kannst nicht in ein neues Gebiet gehen und sofort irgendwas besteigen. Was ist denn los mit dir? Was bist denn du? Tapdancer. Klar, der Tapdancer. Wer kennt's nicht? So, das war deine Strafe, dass du hier sofort was bestiegen hast. Oh mein Gott, eine Bärenfamilie! Hallo, ihr kleinen Süßen! Oh, nein, ich tue euch nichts! Oh Gott, der ist so bedrohlich zu mir hingekommen. Ja, ich gehe ja schon wieder, ist ja in Ordnung. Oh Gott, ist der Schnee hier tief! Üff! Ein Glück muss nur Jay da durch und nicht ich. Wie ich hier auch halbnackt einfach rumreite auf einem roten Panda. What the fuck? Was macht Kaliko da? Was ist das für ein Spiel? Kaliko kommt da sofort runter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, nein. Oh, ach, können wir hier. Guck mal, wir können das auch. Das scheint so ein Ding zu sein zwischen den Tieren in dieser Welt. Einfach mal an der Wanderpeng. Wanderpeng, Kuh. Wir dancen hier richtig ab. Wanderpeng, Kuh. Dancey, dancey, dance. Okay. Genug an der Wand abgehangen. Kaliko, kommst du auch mit oder hängst du da noch ein bisschen? Okay. Kaliko hängt noch ein bisschen an der Wand rum. Ist vollkommen in Ordnung. Aber warum müssen die alle ganz oben auf dem Berg leben? Was ist das für ein Riesenhase? Hier scheint noch jemand so einen Trank gehabt zu haben. Ich dachte, ich bin der Erste, der so einen Trank bekommt. Dann hätten die ja selber den Weg hier freimachen können. Hello. Who are you? Wait. Ich krieg's gleich hin. Hab's gleich. Hallo. Lumi. Willkommen. Komm aus der Kälte herein. Ich bin Lumi und dies ist mein Onsen. Du musst derjenige sein, der den Weg aus Herzog freigemacht hat, Herzdorf. Ich kann dir nicht genug danken. Du und deine Tiere können das Onsen jederzeit kostenlos nutzen. Cool, ich folge mal dem weißen Wölfchen hier. Was wahrscheinlich ein Hund ist, ich sehe nichts. Wo ist denn der Onsen? Das ist dein Onsen? Nee, hier draußen. Ja, das erkenne ich schon mehr als Onsen. Und Jay springt einfach sofort rein. Let's go. Rote Pandas leben ja, glaube ich, wirklich in so Eisflächen, oder? Also in so Eisgebieten, wo es auch Onsen gibt. Und die legen sich dann tatsächlich auch in diese Onsen rein. Also Onsen sind ja einfach nur heiße Quellen quasi. Nichts von Menschen erschaffen. Und dem, ja, glaube ich, nutzen die das tatsächlich auch aus. Ja, sehr, sehr schön. Hier sind Onsen. Das macht Spaß und Freude, nicht wahr? Ja, Jay, das ist ganz toll. Von hier aus kann man aber alles gut überblicken. Ach, guck mal. Von der Autumn, das Gebäude, na, kleiner Freund, ist auch ein riesiger Trank einfach. Okay, genug aufgewärmt. Let's go! Oh, Jay kann sogar schwimmen. Jay ist einfach ein Alleskönner. Ich drücke ihn ganz schön runter, also seine Nase kommt nicht immer an die Oberfläche. Mann, das Spiel ist so süß, oder nicht? Ich find's süß. Also bisher haben wir noch nicht sehr viel Gameplay gesehen. Also von dem, was man da hier, glaube ich, eigentlich machen sollte. Von wegen Verkaufen, ui, etc. Aber es ist alles so, weiß ich nicht, so schön, so indie schön. Hui. Ja, das war doch witzig. Das hat mir sehr gefallen. Ach so, hier sind wir wieder beim Kaffee. Und wir hatten ja einen Gast. Anscheinend, aber der ist schon wieder gegangen. Hä? Und das Makaron ist aber doch trotzdem noch da. Every day is something new. When my day begins with you. We've got everything we need. Es singt jemand.
ja cool. Ach man, das ist so chillig. Auch nur ein schönes Lied. Das war jetzt aber interessant, dass nach 40 Minuten nochmal irgendjemand singt. Das ist cool. Das erinnert mich auch ein bisschen an Hilda, die Netflix-Serie, wenn ihr die kennt. Und wir... Oh, die schlafen alle noch. Oh, es ist zu früh. Sad. Ich wollte doch mit dem Eulenclub hier reden. Weil die haben mir ja die Aufgabe gegeben gehabt. Na gut, aber ich glaube, so als klein Reinkommen in dieses Spiel, sollte das erstmal lang. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Spiel findet. Ich finde es bisher ganz süß. Auch wenn wir jetzt noch nicht so viel davon gesehen haben, von wegen Kaffee neu aufbereiten und so. Aber wir haben ein paar nette Tierchen gesehen. Wir haben gesehen, es gibt Quests und so. Hier diese Häuser, die verkaufen auch alle unterschiedlichen Stuff. Leider ist Jane ein bisschen im Boden versunken, seit er im Eisgebiet war. Das heißt, man kann seinen Kaffee wahrscheinlich ganz nett einrichten. Und es gibt auch noch andere Gebiete, wie wir gesehen haben. Könnte man alles noch erforschen. Müsst ihr mir sagen, ob ihr hier mehr sehen wollt oder nicht. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit der ersten Folge. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.